Aus einer beliebig vorbereiteten Cake-Pop-Masse formt ihr erstmal wie gewohnt Kugeln. Die werden dann in eurer Lieblingsfarbe mit Schokolade eingedeckt. Für Jungs eignet sich natürlich blau, für Mädels vielleicht rosa, je nachdem wie ihr Lust habt. Das Ganze dann mit der gewünschten Schokoladenfarbe eindecken und natürlich trocknen lassen. Übrigens, wie ihr die Würfel, die ihr oben links im Bild seht, nachmacht, zeige ich euch in einem anderen Video. So, nun kommt der kreative Teil. Ich persönlich nehme einen Schaschlikspieß, tauche den in Schokolade und versuche dann, damit den kleinen Fuß auf den Cakepop zu malen. Ihr könnt natürlich auch eine kleine Spritztülle nehmen oder einen Pinsel, je nachdem, mit was ihr am besten zurechtkommt. Das Ganze dann noch trocknen lassen und schon seid ihr fertig. Viel Spaß damit!